du fauler Hund. Dann soll er dir die Spritze. Doch, du kannst sehen, mach. André tut nichts. Hunde, die Bellen beißen nicht. Oh, Olli ist vom Baum gefahren, Olli ist tot. Und wenn er was macht, dann tritt ihn in die Eier. So, das habe ich gesagt. Der Baum muss weg. Rumble. Rumble, genau. Deng, 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 ich fahr. Warum haben wir jetzt eigentlich wieder Mineraldünger? Das sieht aber nicht gedüngt aus, Olli. Ja, ich weiß. Das düngt nicht aber bei der Stufe. Doch, da musst du. Außer es ist noch gedüngt. Wirklich, das. Es ist noch gedüngt, die 18. Wow. Wow. Ich glaube, dass. Ja, die 18 ist gedüngt und da, wo er gerade rüberfährt. Ja, ach ja. Aber Olli, du Idiot. Die Saatmaschine düngt doch. Ey, Alter. Du bist so ein Idiot. Olli, warum weißt du sowas nicht? Also, Olli, du bist so ein, ehrlich, du Nasenbär. Wieso, das müsst ihr doch wissen. Du bist... Alter, du bist der Experte hier von uns. Warum hat Olli einfach seine Maschine fallen lassen? Olli, findest du das toll? Ich muss wieder aufräumen. Zwei Spielkinder, ne? Schlimm. Pusche halt gern. Ding jetzt hin? Da wurde hergeholt, das. Nee, ich stelle das bei den Flügen mit drauf. Wollte ich hier Rasen mähen. Geht Holz machen. Ich hab keine Kettensäge. Ja, dann geht Rasen mähen. Macht irgendwas Produktives, Sinnvolles. Nicht anschieben! Alter, ich steig gleich aus. Alter, du versaust mir hier alles. Au! Mose. Oder deswegen 1 km/h mehr. Jo, wir brauchen erstmal einen anderen Anhänger, oder? Alter, wir brauchen keinen Anhänger. Wir haben kein Geld, Olli. Wir haben nicht mal was, wo wir in den Anhänger schmeißen können. Kann ich grad sagen. Dann brauchen wir einen Trecker. Wow. Können sich leisten. Eine größere Sämaschine brauchen wir. Ja, das brauchen wir. Ne? Einen neuen Trecker stimmt schon. Wir brauchen einen Trecker, damit wir eine große, ganz große Sämaschine dran packen können. So viel Kohle kriegen wir nicht zusammen. Echt? Wir müssen gucken, ob wir verkaufen können. Die nächste Sämaschine kostet schon 52.000. Ja, und wie viel PS braucht man dafür? Den könnte der Rote noch ziehen. Ja, siehst du, dann verkaufen wir den gerade eben. Verkaufen wir die beiden Trecker und dann ist gut. Oder zumindest noch ein Trecker und dann. Womit willst du denn den Rest ziehen? Willst du das also mit einem Trecker machen? Ja, dann behalten wir zwei. Dann verkaufen wir nur einen. Und dann, ja, und dann, ja. Ja. Ja, verkaufen wir einen Träger und dann holen wir uns eine große Sämaschine.
Dann wäre ich auch schon mit den Feldern fertig. Dann hätten wir schon die Zeit vorskippen können. Also wenn es nur um die große Seemaschine geht, die können wir auf Kredit kaufen. Guck mal. Dann gibt es aber keinen Trecker mehr. Andere entscheidet, Andres Big Boss. Nein, hier ist Olli der Boss. Ach ja, Olli ist Boss. Okay, Olli, du bist Boss, du hast entscheidet. Wir haben hier nichts mehr. Noch im Bunker. Olli ist unser Boss. Ach, ich gehe erstmal Sonnenblumen verkaufen. Unser Pate ist er, ist unser Pate. Läuft sie jetzt oder läuft sie nicht? Was läuft? Was wollen Sie jetzt? Eigentlich laufen. Wovon redest du denn jetzt? Ein Rasenmäher. Ja, das weiß ich nicht. Ja, Matt. Mehr Rasen, ich mehr Rasen. Die ich nicht mal mit meinem eigenen Rasen zu Hause machen würde, okay? Ja, komm, wenn du so einen Trecker hättest, ne, dann würde ja, okay, klar, wenn ich so einen Trecker hätte, würde ich das auch machen. Siehst du. Das bringt Spaß mit so einem Mini-Trecker und Rasenmäher vorne dran rasen. Ein Bierdosenhalter und dann wie in Amerika über die Straße damit heizen, ne? Ja, ja. Wollte doch nur mal eben neues Bier kaufen gehen. Weil ich schon so betrunken bin, habe ich extra den Rasen hier. Ja. So ist ein Rasenmähtrecker. Weißt du, wie lustig das damit ist? Rasen zu mähen und so. Das ist voll cool. Das ist so langweilig, André. Ich kann nur hoch und runter. Ich schlaf gleich ein. André. So. Ich schlaf gleich ein. Was soll ich denn machen? Wenn es jemand am Morgen mehr Spaß hier jetzt mit dem Rasenmäher rumzukurbeln. Hier ist nicht mal irgendwo ordentlich Rasen. Olli! Ja. Olli, mach was! Ich mach was! Uns ist langweilig! Tu was, damit uns die Langeweile vergeht! Und steck den Finger im Po und dreh! Na, hab ich schon gemacht! Das befriedigt mich auch nicht mehr! Und nun? Dann machst du dicke Backen und dummes Gesicht. Also eigentlich wie immer. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja nachher nicht, ne, kein großer Unterschied. Die dicken Backen fehlen zwar, ne, aber dummes Gesicht habe ich ja. Das weißt du ja nun an, Olli, ne? Ich weiß, was schon wieder mich schuld geben, ich weiß. Habt ihr ruhig mal mir. Nein, ich hab doch gesagt, ich hab ein dummes Gesicht, das wisst ihr ja. Ihr habt das auch. Wow. Du bist dumm, wir sind blöd, wir sind alle für nichts zugebrochen. Nein, ich rede nur von mir, André, das weißt du auch. Ich rede ja, nicht von anderen. Gut. Ich rede nicht von anderen. Ehrlich, Alter. Ich bin schon wieder alle aggressiv hier. Ich hab nichts gemacht. Halt gleich die Schnauze oder so. Wird eigentlich überall Bäume gepflanzt, wie so ein Bescheuerten. Olli. Noch mal bitte nach. Gar nicht. Olli, die brauchen schon wieder Hilfe von dir. Ja, Olli, die brauchen wieder Hilfe. Was? Du musst da schnell hin, die brauchen Hilfe. Ja. Doch, du musst jetzt schnell offline gehen und denen helfen.
Na. Wir schaffen das nicht ohne dich. Wir schaffen das nicht, Olli. Muss er hin. Das liegt doch nicht daran, dass wir dich loswerden wollen. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, ihr wollt nur Division zocken. Gebt ruhig zu, ihr Säcke. Nein, kommst du da drauf? Das haben wir ja gar nicht. Haben wir ja nicht. Echt mal, kann ich mir nicht leisten. Haben wir keinen Vision. Kann ich mir gar nicht leisten. Du kannst doch gar keinen Vision leisten. Echt mal. Wir haben keine 24,99 für diese Division. Ich weiß nicht, wo warte ich denn? Ich riech das von hier. Dann kann ich sagen, hast du mich das schon mal einmal spielen sehen? Ich soll jetzt mich einmal spielen sehen. Jetzt ja nicht, weil das einmal auf Steam stand. Jetzt kann ich mir auch mal ich kann ja auch einfach ein anderes Spiel umbenannt haben. Richtig, richtig. Genau so sieht's aus. Wieso sammelt ja eigentlich keiner die Hühnereier? Weil ich fass keine Eier an. Ich bin am Sehen, du Pappnase. Du machst ja doch nichts Produktives. Ich bin am Mähen, Olli. Mähen. Und jetzt kommt Schafe. Auf jeden Fall, dass du nicht mehr weißt, was Schafe sind. Das sind die Muma. Ja, richtig. Olli, schubst mich mal an. Oh, steck mit dem Ding da runter. Der Anhänger muss, glaube ich, erstmal einen Stups geben. Vorne hinter drin. Noch, das ist zurück. Dann steht das eh gleich in deinem. Setz das mal zurück. Okay, willst du selber machen? Das ist nicht mein Bauernhof. Keiner kann das besser als du, der Meister, auch zurücksetzen. Olli, das ist eins, was du kannst. Ja. Hier. Ist immer noch ein ordentliches Stück Rasen, wo man Rasen mähen kann. Du fahr doch sonst ein bisschen weiter weg. Ich will nicht so weit weg fahren. Ich gehe nie weiter weg als 200 Meter von meinem Zuhause. Definiere 200 Meter. Meine 200 Meter oder deine 200 Meine Meter? Meine 200 Meter. Ja, das sind ja nur 2 Meter. Meine 200 Meter kann ja sogar 2 Kilometer sein, ne? Hä? 200 Meter sind überhaupt nicht begrenzt. Ja. Und so, Olli, sind das ist Kino gehen, es sind noch 200 Meter weit weg.
Alter, wir sind nicht länger als 5 Minuten gegangen. Ne? Bei einer Schrittgeschwindigkeit von 6 km/h pro Stunde kannst du dir das dann ausrechnen. Meinst du vielleicht? Du hast eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 3 km/h, ist ja in Ordnung. Ja? Von einem halben. 3 km/h habe ich nur, wenn ich mich hinlege und Pech abrolle. Wow, das hast du jetzt gesagt. Trotzdem sind wir nicht nur 5 Minuten gegangen zum Kino oder so. Das sind vielleicht wir sind 20 Minuten gelaufen. Na Blödsinn. Und dann sind wir noch 6 Stunden Auto gefahren. Alter, in 20 Minuten rennst du zweimal durch Ulti. Wollte ich gerade sagen. Das Kino war ja in Lübeck. Ja, da sind wir eine halbe Stunde hingefahren und sind 5 Minuten da hingegangen, Alter. Was? Wo hast du denn wieder geparkt? Ja, da geht kein in Neumünster oder was? Nein, da ist kein Park. Du weißt, ich weiß nicht, ob du dich da in Lübeck rauskannst, aber im Sinestar, da gibt es ja keine Parkplätze. Du musst ja ein bisschen außerhalb von der Innenstadt parken. Ja, die haben da keine Parkplatzanbindung. Und das ist das mit dem Abstand das schäbigste Kino, was ich je gesehen habe. Und das ist doch in Hamburg gefahren, da hat es so ein eigenes Parkhaus. Ja, das ist aber auch ein bisschen weiter weg. Ne, aber das Kino ist da in Lübeck, das ist eins der besseren Kinos in der Umgebung. Bei Schwartau, wenn noch schlechter geht. Und Schwartau. Das ist euer bestes Kino, dann ist armselig. Ja. Kiel gibt's noch ein, das ist für was. Ich kaufe eine extra Loge, ne? Und Loge sitzt da bei euch ja beim gemeinen Pöbel. Ist das? Also bei uns ist Loge extra Sitze, extra breit, Fußfreiheit, ein Tisch für seine 7 Meter Popcorn. Ja, ich war Röhre ab. Und bei euch sitze ich neben den gemeinen Pöbel in so einem engen Sitz, weißt du, und dann schlechte Sicht. Dafür soll ich dann extra bezahlen? Ja, nicht. Und im Kino kann man sogar Getränke bestellen und essen, ohne rauszugehen. Nee, das kann man natürlich nicht. Das konnte man in Neutin, konnte man das mal eine Zeit lang. Da ging das. So, wo ist Saatgut? Olli, wo kann die Saatgut auffüllen? Direkt hinter mir. Ah, hinter Allee. Oh, sorry, rechts von mir. Alter, willst du mich verkackeiern? Gegenüber von der Saatabladestelle, ja, von der Erdeabladestelle. Ja. Siehst du da? Da, ja. Siehst du das? Ja, Scheiße. Mach die Augen auf. Ah, immer diese nichtsnutzigen Helfer. Alter, der will nicht auffüllen. Was soll das denn für eine Kacke? Den Dünger hat er aufgefüllt. Aber Saatgut will das, er nicht. Das ist flüssig. Du musst an die grünen Palette. Ja, Alter, ich stehe da doch direkt davor. Jetzt macht er das. Das kannst du also auch nicht. Weißt du was, leck mich. Ehrlich, mach doch mal, weißt du was, ich schiebe den jetzt da hin und jetzt, da werde ich mich da jetzt mal eine halbe Stunde lang einfach mal an die Eier kraulen und irgendwo in die Ecke stellen. Kann Olli jetzt das letzte Feld machen. Da. So. Ja, nee, ich habe hier Wasser aufgefüllt. Ja, nein, das zieht nicht. Ich habe schon Sonnenblumen weggef... Nein, das zieht nicht. Ich bin hier nur am Machen, während ihr immer nur rauf und runter. Das zieht nicht, Olli, das zieht nicht. So, jetzt bist du dran hier. Dieses stumpfe hoch und runterfahren, das ist ganz schön stumpfsinnig, so ungefähr. Das stumpfe rauf und runterfahren ist ganz schön stumpfsinnig. Okay. Ja, nicht? Nein, nein. Okay. Okay, ja, ist okay. Alter, was ist denn das? Was? Du glaubst ja nicht, dass ich aussteig, Alter. Koppel ab. Alter, willst du mich verarschen? Kack, Alter. Nix da. Kannst du ruhig aussteigen. Nein, ich steige aus meinem Träger. Alter, ich werde das Bier abgeschmiert. Ganz schwarz. Wow. Das kann also... Alter, ohne Scheiß. Ich hab Schwarzbildschirm.
Wieso liegt eigentlich Rase? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Alter, leck mich. Ach, und ich rasen rum. Hier, boah, okay, Feld 12. Ach, jetzt. Hier liegt voll viel Rasen rum. Oh. Wo liegt Rasen rum? Ja, Alter, wenn du den nicht siehst, direkt hinter mir. Ja, das bisschen. Mein Gott. Also ehrlich, Olli, stell dich mal nicht so an. Hä? Nächstes Mal, wenn ich jetzt nochmal alleine spiele hier, dann sehe ich Rasen, nur um Olli zu ärgern. Ja. Ja und? Dann machen wir halt eine Woche lang nur Silage. Dann seht ihr, was ihr davon habt. Dann kaufe ich zwei Mistgabeln für euch und dann geht das los. Zeit für Feierabend. Zeit für Feierabend. Was? Nix Feierabend. Da. Feierabend für die Kuh. Nix da. Hier wird durchgezogen. Hier wird durchgezogen. Oh, André, musst du immer so enttäuschend sein? Warum? Du sagst Feierabend und Olli sagt nichts da. Ja, Olli sagt es mir aber gerade relativ. Wir haben schon gleich wieder 2 Stunden hier Farming voll, ne? Das heißt, Olli. 1:30. Ja, das heißt, Olli schuldet uns jetzt schon wieder bald 3 Stunden. Battlefield 1. Ich dachte eigentlich eher Art. Na? Ihr habt nichts geleistet, das zählt nicht. Wow. Die ist ja schon wieder alles alleine gemacht. Ist ja den riesen Haufen, den ich da abgestellt habe. Das muss ich selber machen hier. Ich muss hier alles selber machen. Alter. Weil David den ganzen Tag nur mit dem Pickup durch die Gegend fährt. Alter, du bist jetzt eine Bahn zu gefahren. Da stehst du halt 1,5 Stunden eigentlich nur in der Ecke. Ne? Also zumindest. Ja, als Oberbauer muss ich hier auch die Planung machen. Halt. Als Oberbauer musst du uns dann eigentlich zeigen, wie das richtig geht. Ne? So. Ja, das lernt ihr ja eh nicht. Und das am ganzen Feld. Zeig mir mal an Feld 12, wie man das richtig macht. Ja? Und wenn du so, dann gucke ich mir das an und dann. Aha. Olli, kannst du mir das dann an Feld 18 nochmal zeigen? Ne? So mache ich das dann. Ja, guck doch hier. Ich guck doch, ich bin doch die ganze Zeit. Du siehst doch, wie das gemacht wird. Ja, kannst du mir das dann an Feld 18 nochmal nichts zeigen, wenn das nicht mal gesehen wird?